Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Ja, bei The Evil Within. Ja, wir haben Kapitel 1 überlebt und musste obendrein die letzte Aufnahmesession sehr abrupt beenden, weil mein Vermieter ist ein Heimwerkkönig und hat sich gedacht, er baut jetzt für sich einfach mal zwei automatische Garagentore ein, so mit Frosch im Hals, jawohl. Und da die Garagen direkt unter diesem Raum hier sind, hat man das so toll gehört. Und ja, so musste ich leider die Aufnahmesession unterbrechen. Bei dem Krach konnte man nicht spielen. Jo, deshalb machen wir heute frisch fröhlich weiter mit Kapitel 2. Und ich denke, ich lade das Ganze mal. So. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob man diese... Hoppala. Ob man diese Szene schon gesehen hat, was jetzt kommen tut. Ich glaube schon. Werden wir gleich sehen. Also, auf geht's. Hui. Ja, natürlich auch der Ladebildschirm. Der darf nicht fehlen. Ach nee, nicht schon wieder solche Püppchen. Ja. Mhm. Na, überspringen wollen wir es nicht, danke. Ja, stimmt, wir sind ja im letzten Bad sind wir mit unserem Krankenwagen abgestürzt. Scheinbar haben wir es überlebt, wie es den anderen geht, wissen wir nicht. Und werden scheinbar irgendwo hingerollt. Wohl bemerkt immer noch verletzt scheinbar. Ja. Aha. Das schaut nach einem OP-Raum aus. Geh nicht ins Licht. Mhm. Was? Oh je. Servus. Was zum Teufel? Hilfe? Okay, wir haben geträumt. Passt, sehr gut. Schön. Wir haben geträumt, wir sind wieder mal angeschlagen. Was denn auch sonst? Wenn wir gehen, ist schon mal ein bisschen verschwommen, weil wir nichts mehr sehen. Flauter, fertig. Medikamente scheinbar. Nehmen wir die mal. Aha, sehr gut. Und, was haben wir hier? Eine Zeitung. Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinde gefunden. Ja, solche Schlagzeilen gibt es auch heute noch. Todesursache bleibt ungeklärt. Ja. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Ja. Warum auch nicht? Eine Kaffeetasse, ja, Kaffee, das kann man immer brauchen, ist aber nichts drin. Hallo. Was war das? Alter. Ich wollte mir mal das Gesicht waschen, aber ich glaube, da wird auch nichts draus. Meine Güte, jetzt geht das hier schon wieder gleich weiter, ne? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da raus will, ehrlich. Warum sind da so viele Kakerlaken? Hallo? Sind wir wahr? Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Was? Und was ist das da für ein Zeichen? Das schaut schon aus nach Sektenspinnern, oder? Das da. Hallo? Oh, Gottes Willen. Wir sind gerade der Einzige hier. Ja, sehr gut. Gott sei Dank habe ich euch. Ich bin nicht allein. Ja. Mhm.
irgendwie das Gefühl, dass das nicht so klasse ist, wenn ich da überall reinschaue. Irgendwann wird mir da so eine Hand entgegenfahren, dann wird es mir wieder fetzen. Oder auch nicht. Hallo? Jemand da? Also stellt euch schon mal drauf ein, dass ich wieder verrecken werde. Was ja ganz normal ist. Können wir laufen? Ich glaube nicht, weil wir zu sehr verletzt sind. Ne? Mal schlucken nebenbei. Jo. Was zum Teufel geht hier vor? Ja, das würde mich interessieren. Da ist schon mal ein Putzkübel. Ich glaube, mit dem kann ich bald mein eigenes Blut aufwischen. Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Na, zuerst muss man mal lesen, was da ist, ne? Moment mal kurz. Ein Hüstelchen hat sich angekündigt. Was steht denn da? Ich kann jetzt... wir sollten prinzipiell nichts unterschreiben, was wir nicht durchgelesen haben, ne? Also, ich weiß nicht so recht, Gnädigste. Du bist dann sicher... Das ist sicher ein Vertrag, wo wir unsere Innereien da verkaufen tun, ha? Naja, was soll man machen? Halte die Leertaste gedrückt. Jawohl. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Was? Toll, Experimente im Hirn, das sowas kann man brauchen. Hoppala, ich habe schon unabsichtlich gespeichert, aber ich glaube, das gehört so. Also, neuer Speicherplatz wurde gemacht. Ja. So ist das gemeint mit Eintrag. Ja, das ist mir recht. Gespeichert haben wir. Ja. Und jetzt? Hier entlang, bitte. Da ist ein Stuhl. Ich nehme mal an, wir sollen uns da draufsetzen. Ich will aber nicht. Experimente am Hirn, das ist überhaupt generell, also am lebenden Objekt sowieso, nicht gut. Gar nicht gut. Ich habe schon mal gehört, dass es hier dann ganz eklig zugeht, ein bisschen mit unserem Charakter selber, dass wir uns irgendwelche Nadeln... Nicht wie Medizin. Achso, ja. Dass wir uns da irgendwelche Nadeln ins Auge stechen müssen? Kann das sein? Gottes Willen. Dann ist das definitiv schlimmer als das Resident Evil 4, das ich da so mit dem verbinde, ne? Ich weiß nicht so recht, ob man... Naja. Es ist alles in Ordnung. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, das sagen sie immer. Bitte, setzen Sie sich. Ich weiß nicht so recht, Gnädigste. Ja, siehst du? Hirn mit Nägel. Das ist schon mal ein ungutes Zeichen. Ach je. Naja. Was soll das? Ja, das war so klar. Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Nein. Stopp! Ja. Das Semper, du nochmal herum. Verbessern. Attribute verbessern. Mit genügend... Mit genügend vor allem und mit grünem Gel kannst du die Parameter einzelner Fähigkeiten verbessern. Aha. Also ganz ehrlich, da ist mir das Waffenaufleveln von Resident Evil 4 besser. Also angenehmer. Das tut nicht so weh. Außer im Geldbörserl. Benötigt die Punkte 100. Ich glaube, die haben wir. Achso, das Ding, was wir gesoffen haben. Okay. Oh Gottes Willen. Na dann. Yes, das ist nah. So, sehen Sie, schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Warum brennt sie jetzt? Ich warte auf sie. Warum brennt er jetzt alles? Oh, wir sind im LKW. Okay, im LKW sage ich, im Krankenwagen. Hä?
Haben wir das jetzt geträumt? Scheiße. Was zur Hölle geht hier vor? Das kannst du laut sagen. Wo bin ich? Ja, wir sind definitiv beim Krankenwagen. Goodman, wo bist du? Okay. Connelly. Bei einem brennenden Auto sollte man sich eigentlich nicht... Oh, da haben wir das so ein grünes Dingens. Sehr gut. Schön, dass ich mich da ein bisschen umschaue. Unbewusst. Ich wollte eigentlich schauen, ob man irgendwie in den Ding rein kann. In das Gefährt. Aha, da brennt es auch, ja. Da kann man nicht vorbei. Okay, ich weiß jetzt schon, dass ich wahnsinnig viel übersehen werde. Boah, ist das eine Bärenfalle? Na, das ist ein Aufwischkübel. Okay, ich habe schon gedacht, Alter. Aha, da ist noch eins. Okay. Ja, da muss man sich gut umschauen. Das habe ich jetzt nur per Zufall entdeckt. Boah, ich weiß jetzt schon, dass ich ganz, ganz viel übersehen werde. Aber ich gebe mir Mühe. Das kann ich euch wenigstens versprechen. So, ich denke mal, zwei von diesen Tränken haben wir gefunden. Das heißt, das nächste Mal können wir uns hier schon wieder strapazieren. Okay, sehr schön. Was haben wir hier noch? Spritzen? Neuer Gegenstand. Das schaut schon wieder ungesund aus. Neuer Gegenstand erhalten. Steuerung lehrt, dass sie benutzen. Was? Spritze. Was du nicht sagst. Die Herkunft des Medikaments in dieser Riesenspritze ist unbekannt. Gott sei Dank, super. Aber er stellt etwas Gesundheit wieder her. Ja, Eigenschaft, Spritzenwirkung, 30. Ja, danke. Inventar öffnen, Steuerung, Information mit V. Okay, V drücken. Aha, da geht unser Hirn auf, sehr schön. Cool. Spritze. Was? Reserve. Maximal 2. Das ist aber nicht viel. Ich hoffe, dass man diesen Speicherplatz noch erhöhen darf. Schnellzugriff festlegen. Mit Rufzeichen. Also Rufzeichen ist eigentlich immer die 1, ne? Schön. Das hat ich schon mal hingehauen. Das heißt, wenn ich auf 1 drücke, kann ich mir gleich so eine Spritze reinhauen. Das ist perfekt. Okay, was das hier alles ist, so ein Level-Up wird es wahrscheinlich nicht geben, denke ich mal. Keine Ahnung, was die beiden da bedeuten, aber das hier dürfte Gesundheit sein, ha? Eventuell, das weiß er. Ist ja wurscht. Ah, oder die Wirkungsdauer, die Wirkungsdauer der Spritze ist auch verkehrt, oder? Egal. Gut, das hätten wir mal. Mit Escape gehen wir da wieder raus. Okay, also mit V ins Inventar. Wie gesagt, ich habe echt keine Ahnung. Wenn das Gesundheit ist, schauen wir nicht besonders frisch aus. Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall wieder die Krankenschwester. Ich hoffe, wir kriegen da ganz viel von dem grünen Zeug. Ich renne noch einmal im Kreis herum, weil ich immer ein bisschen Schiss habe, dass ich was übersehen tue. Das kenne ich schon sehr, sehr gut von Resident Evil 4. Was natürlich wieder dazu animiert, das Spiel öfter zu spielen, aber wir haben hier ein Let's Play. Das heißt, ich sollte nach Möglichkeit schon jetzt so viele Dinge wie möglich sammeln. Vor allem, weil ich ja, wenn das Spiel mir gut zusagt, sag ich mal, und euch auch, können wir uns vielleicht über den zweiten Teil auch hermachen. Und angeblich soll ja ein dritter schon in Entwicklung sein. Also müsste ich mich diesbezüglich mal ein bisschen beeilen. Okay. Ich renne hier mal in der Gegend rum. Ich kenne es noch vom... Ich vergleiche es immer mit dem 4er Resident Evil. Da hat man irgendwo abseits mal ein paar Kräuter gefunden und so weiter, ne? Gefunden. Ja. Aber jetzt fangen wir mal dieser Blutspur. Oh Gott. Also das schaut ungut aus. Da hat sich jemand irgendwo hingeschleift, gekrochen, kann man fast nicht sagen, ne? Boah, ich hasse dunkle Wälder. Die sind so unheimlich. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir abseits gehen sollten. Hallo, ist da jemand? Uhu.
Einmal winken, bitte. Haben wir eigentlich noch unser Messer? Ja, du mich auch. Das Komische ist, wenn wir jetzt dieser Blutspur folgen, geht's nur bis dahin. Wow, Alter! Okay, Nahkampfangriffe. Ah, ich gehe schon so weit. Kampfsteuerung, was? Ich hab's nicht gelesen. Halt, ich hab's nicht gelesen. Weiß ich ja nicht. Oh Gott. Was ist denn das? Ist das ein Rehlein? Okay. Ich habe mit dem Mausrad draufgehauen. Ja, und ein grünes Dingens. Grünes Gel. Da war aber jemand hungrig. Armes Viech, Alter. Ja. Ja. Also ich hoffe... Aha, linke Maustaste. Nicht Mausrad, sondern linke Maustaste. Was zum Hauen. Okay, wenigstens können wir hauen. Da hinten ist es hell. Ich weiß nicht, ob wir Richtung Licht gehen sollen. Andererseits wäre es auch nicht so schlau, vielleicht Rotkäppchen zu spielen. Und uns irgendwie im Wald da... Ja. Ich sag mal, zu verlaufen. Tut's mir bitte nicht schimpfen, falls ich jetzt ganz viel grünes Dingens übersehen hab. Ja. Halt, was war da? Irgendwas war da. Aha, hier. Wow, eine Lampe. Oh, da unten ist ja. Hallo. Hey. Psst, du Vogel, nicht so laut. Der isst gerade. Oh, um Gottes Willen. Kontrollpunkt, das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt problemlos verrecken. Überhaupt kein Problem. Ich glaube, wir sollten schleichen. Ich glaube, das ist gerade ungesund. Was? Also, oder? Ist eh wurscht. Ah, ja. Das ist typisch Zombie. Typisch. Ah, ein Buffen. Na, endlich. 6 Schuss, glaube ich, ne? Hallo! Mausrad 2? Was? Halten Ziel. Was? Ah! Ja, super! Hey, dreh die um! Ja! Kopfschuss! Noch einer? Wah! Alter! Wah! Hör auf! Geh weg! Kann man den abschütteln? Ja, das macht er selber, glaube ich, ne? Soll vielleicht ein bisschen Abstand. Wow, sehe ich nichts. Ja, mach. Wo der hinschießt, ne? Ah, jetzt ist er weg, Gott sei Dank. Wow. Schlaganfall. Okay, Mausrad wieder drücken. Geht's denn wieder weg? Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, man kann zoomen auch ein bisschen. Okay. Ich muss es erst lernen. Okay, ich habe alle Kugeln verschossen. Das ist nicht so super. Bleibt das Steuerkreuz jetzt so? Wahrscheinlich, ne? Okay. Ich habe alles verschossen. Das war nicht gut, wahrscheinlich. Meine Güte. Naja, der Kopf ist ab. Ist auch nicht schlecht. Okay, ich glaube, das... Ja, das bleibt, glaube ich, so mit dem Steuerkreuz. Ist mir auch recht. So. Einsammeln können wir die Dinger. Das ist sehr gut. Also muss ich irgendwie... Ich wollte gerade das eigentlich aufschlagen mit der Hand. Munition alle? Ja, Munition alle. Hilfe! Ich wollte das wieder mit der Faust zerschlagen, geht das nicht? Wahrscheinlich.
Okay, das ist jetzt echt scheißlich. Ich hätte wahrscheinlich die zwei Kugeln noch brauchen sollen, aufbewahren sollen müssen. Ja. Wie gesagt, ich lerne ja noch. Einfach weitergehen oder gibt es hier noch was zum Sammeln für uns? Das wäre super. Eine Dose. Keine Munition, nichts mehr. Nur das bisschen, was da in der Puffen war. Okay. Nicht einmal ein Messer? Was ist eigentlich mit unserer Lampe? Die ist weg. Oder ist die im Inventar quasi verschwindet? Keine Ahnung. Okay. Dann gehen wir halt mal weiter. La-di-da-la-la. Laterne benutzen mit Que. Okay. Sehr gut. Ja, ich habe es befürchtet, ich hätte noch mehr Munition gebraucht. Das wird mir jetzt wahrscheinlich teuer zu stehen kommen. Oder vielleicht können wir auch mit der Lampe was machen. Das ist jetzt ärgerlich. Den hätte ich jetzt können schön wegsprengen hier so, ne? Aber ich habe nichts mehr. Tut weh! Wow. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! Warte. Verdammt nochmal. Entschärfen. Ah, das geht da? Ach ja, stimmt. Oder? Wirklich? Cool. Also Leertaste halten, dann tut er entschärfen. Das ist auch nicht schlecht. Gegenstand erhalten. Fallenteile erhalten. Aha. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für die Qualenarmbrust herzustellen. Sie werden im Inventar verwendet. Okay. Okay. Ja. Gut. Schön. Aber ich habe trotzdem keine Kugeln mehr. Ich hoffe, das macht keiner mehr brauchen, ey. La 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 la. Schluck. Echt, immer so oft schlucken. Ja. Sprinten. Umschalttaste halten, sprinten. Verbraucht Ausdauer. Ach, ne. Was denn? Oh, Gott, das schaut schon wieder aus. Ja, ja. Wie gesagt, wieder immer ein bisschen umschauen, dass wir ja nichts von diesem grünen Zeug da übersehen. Das kann man wirklich gut gebrauchen. Aha, eine altertümliche Kutsche. Altertümlich ist falsch. Was? Streichhölzer benutzen. Mit C, okay. Steuerung, Information. Nähere dich einem am Boden liegenden Gegner und drücke C, um ihn zu verbrennen. Und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinge. Schön. Aha. Dann schleichen wir uns mal hin. Ich habe gesehen, daneben an ist so ein Streichholzbackerl. So. Und mit C. So. Happy Verbrenning. Hätten wir den hinten vielleicht eventuell auch abheizen sollen? Ah, da haben wir noch was. Schau mal. Würdest du? Ich brauche das. Nehmen? Hallo? Bitte? Ah, so geht's auch. Ah, der kann hochklettern. Das ist auch schön. Gut. Passt. Einen Gegner haben wir verheizt. Dann gibt's wahrscheinlich so eine Art Superzombie auch noch. Wenn man die nicht verheizen tut. Großartig. Gibt es vielleicht noch mehr von diesen Hampelmännern, die man verheizen können? Wahrscheinlich. Oh, der Part ist zu Ende. Entschuldigung, mit Überlänge. Ich bin schon so gespannt und vor allem auch angespannt, ne?
Und wir können eh nichts mehr verheizen, oder? Wohl ein Stück haben wir, glaube ich, noch, ne? Okay, vielleicht sollten wir zurückgehen und den hinteren noch verheizen. Ich probiere es dann im nächsten Part. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal kurz Ruhe. Ich verschnaufe kurz, trinke ein paar Schluck Kaffee und dann wird es schon wieder weitergehen. Ihr Lieben, ja, das war's wieder für heute. Entschuldigt für die Überlänge, aber ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!